Herzlich willkommen wieder bei Shisha TV, wieder mit mir Dominik und heute stellt euch den Shibakdobaku vor. Und das Ganze ist der folgende Flavor Passion Fruit. Wie das Ganze schmecken wird, seht ihr gleich. So, da bin ich wieder. Und ja, zu meinem Setup erstmal, das ist die Predator. Jetzt neue Namensänderungen gibt es leider, die heißt Prodator. Wie sie auf den Namen gekommen sind, weiß ich nicht. Aber die Namensänderung kam das zu folgen, da Amy Deluxe, also die Firma Amy, hat gemeint, gut, wir tun alle Namen quasi patentieren lassen. Wie das jetzt genau war, dürft ihr euch auch selbst erkundigen. Ich möchte jetzt hier eigentlich nicht viel dazu erzählen. Hier geht es nämlich primär um den Tabak. Aber jetzt generell gibt es halt eine Namensänderung. Also sprich, alle neuen Pfeifen von der Marke Predator werden dann Prodator heißen. Gut, ansonsten haben wir mit einem Butcher-Aufsatz, mit einem Butcher-Hack und drei Kokopalmkohlen. Mundstück freundlicherweise bekommen von Devil Smoke. Vielen lieben Dank nochmal. Das war auf dem Shisha-Treffen in Aschaffenburg bei mir. Da durfte ich mir dann auch eins wegnehmen quasi, weil die so viel mitgebracht haben, das war echt cool. Gut, ansonsten zum Tabak. Kommen wir mal zum Shibak. Wenn ihr davon schon mal was geraucht habt, solltet oder so, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was ich sehr krass finde beim Geruch allein schon, man riecht wirklich eine richtige Tabaknote raus. Das finde ich wirklich sehr krass. Also die Note finde ich fast schon zu penetrant. Sage ich ganz ehrlich. Allerdings wird sich das gleich im Geschmack anders zeigen. Dazu komme ich gleich. Vom Geruch jetzt her kommt es nach einem Maracuja-ähnlichen Sorte ran. Aber doch deutlich einen starken Geruch von einem Tabak. Ja, also dieses Tabakartige mag ich nicht so stark. Ja, der Schnitt ist mittelmäßig. Ich blende es auch hier irgendwo ein. Ne? Der Schnitt ist mittelmäßig, also fast schon grob. Ansonsten, die Feuchtigkeit ist auch so olala. Es ist okay, aber er hätte ruhig ein bisschen feuchter sein können. Weil ich glaube, so gut eingezogen ist er dann auch wiederum nicht. Also bin ein bisschen skeptisch aktuell noch. Ja, dann würde ich sagen, ich rauche jetzt mal an. Und ja, dann sehen wir uns einfach mal hier ein bisschen in der schnelleren Version. Bis gleich. Geraucht habe ich jetzt. Felix, mein Kameramann, kam auch mal kurz. Hat auch mal probiert. Gut, jetzt nochmal zu den Fakten von dem Tabak. Ihr bekommt 100 Gramm in einer 100 Gramm Dose, ne, für 9,90 €. Ja, wenn ihr jetzt das vergleichen sollt mit anderen Tabak wie Alvaha oder ähnlichen Sorten, sind wir bei 200 Gramm bei Schlagbang 19,80 €. Also das finde ich schon teuer, weil wenn man 200 Gramm will, 19,80 € ist schon viel. Also, weiß nicht, also für einen deutschen Tabak, also hergestellt, also beziehungsweise Vertrieb. Der Vertrieb ist Hookerhaus aus Hettensheim, www.shishanet.de. Gekauft habe ich in Coburg beim TS-Store, war ich ja letztens zu einer Neueröffnung. Das Video folgt aber jetzt erst nächste Woche. Ich habe es einfach verpeilt zu schneiden, kommt jetzt noch. Und ja, zum Tabakgeschmack. Also vom Geschmack her ist er tatsächlich wirklich so Passion Fruit, wirklich so fruchtig auf jeden Fall, so Maracuja ähnlich, aber sehr stark Leute. Also für Leute, die viel Nikotin mögen, die auch gerne Tangiers rauchen, sind hier auf jeden Fall gut bedient. Warum? Weil der Tabak einfach sehr stark nikotinhaltig ist. Also, man merkt das hier leider auch im Hals, so ein Drücken,
Das ist kein Kratzen, sondern es ist wirklich ein Drücken. Weil ich eher der Freund von einem milderen Tabak bin. Das wisst ihr ja bekanntlich. Die Rauchentwicklung ist okay. Noch mehr Hitze möchte ich den Tabak eigentlich nicht geben, damit vielleicht mehr Rauch kommen würde, weil er trotzdem relativ trocken ist, also mittelmäßig halt. Und wenn ich jetzt mehr Hitze geben würde, wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass er zu schnell verbrennt. Also deswegen haben wir jetzt hier keine Rauchschwarten oder so. Aber Geschmack ja super, man kann sich den auch zwischendurch mal geben. Also auch Leute, die jetzt normalerweise, so wie ich, eher milderen Tabak rauchen, die könnten euch mal ruhig holen, 100 Gramm, kein Problem. Aber ich glaube, ihr werdet jetzt kein Fan davon, dass ihr jetzt den hintereinander 3-4 Mal raucht. Es reicht auch, wenn man einmal geraucht hat und dann kann man wieder 1-2 Wochen pausieren. Nee, Quatsch, also ich mag es halt einfach jetzt so arg, ne? Von dem kräftigen Tabak. Aber es schmeckt gut, also das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, Felix, du hast ja auch eben mal kurz angeraucht. Was würdest du sagen? Wie gesagt, dass es am Krachen ziemlich drückt, weil es halt mit dem starken Tabak ist und vom Geschmack her richtig gut. Schmeckt wie eine Passionsfrucht, ziemlich fruchtig und also vom Geschmack her zu empfehlen für die Leute, die quasi stärkere Tabaksorten mögen. Ja, auf jeden Fall, also so sehe ich das auch, habe ich auch schon gesagt. Also ich werde ihn auf jeden Fall behalten und rauchen, also er ist auf jeden Fall okay. Aber ob ich mir ihn nochmal kaufen sollte, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Also für Leute, wie gesagt, die Tangiers gerne rauchen oder so, ist vielleicht eine ganz gute Alternative. Klar, Tangiers ist jetzt wieder eine andere Hausnummer, aber eine Alternative sollte es auf jeden Fall sein. Shibak habe ich jetzt heute viel von gehört. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr bisher von geraucht habt. Und dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon wieder. Demnächst kommt halt dann das Coburg-Video aus dem TS-Store. Und wahrscheinlich auch ein Review zu der ganzen Pfeife hier. Habe ich auch noch nicht gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge Shisha TV. Guten Rauch und bis dann.